Ach, die waren in die Richtung. Ich dachte in dem Krankenhaus. Du rennst aber mal ganz woanders hin. Hast vorbeigelaufen, Alter. Hey, wir einfach den ersten Reifen von uns zerstört haben. Was eigentlich auch klug war, ne? Weil. Ja, klar, weil ihr da nicht kamt. Aber das Geniale ist ja, Alter, ich musste ja an dem Camp nicht eigentlich fast direkt dran vorbeigelaufen sein. Ja. So, erst Driver. Jetzt an? Ja, Krankenhaus, oder? Der Fuel ist auch angeschlagen, der ist ein bisschen gelb. Ich tu mal ein DMR-Magazin noch rein. Junge. Alter, ich gerade verschrocken bin auf einmal, BAM! Ja, Alter, vor allem Stefan, der hätte dich rausgeschossen, chillig. Und vor allem das Geile ist halt, wenn ich aussteig, bin ich halt erstmal rechts. Also voll auf dem seiner Seite. Du bist auch rechts, oder was? Ja. So, dann würde ich mal sagen, Krankenhaus, oder? Jo, fahrt ihr los, ich lieg, wie gesagt, oben auf dem Industrial drauf. Ich werde erstmal hier bleiben und ein bisschen die Augen offen halten. Ihr könnt nachher einfach dann hier, wenn ihr zurückfahrt, mich einsammeln. Julian. Hä? Siehst du den Typ, der da an der Ding steht? Das war doch ein Mensch. Ne, warte, da war ein Zombie. Okay, egal. Das ist ein Typisch. Naja, Julians, ja. Julians Namenvetter hat uns quasi beschossen. Ja, also ganz ehrlich, ich mag deinen Namenvetter nicht. Oh, MDC Julian, jetzt aber auch schon wieder drinne. Ja, kann ich er gerne tun, ne? Ich hab nichts dagegen. Wir hauen ihn auch nochmal um. Ich glaube jetzt aber. Nicht, dass der wirklich hier zurückkommt. Also, irgendwie. Na, vor allem glaubt er nicht ernsthaft, dass er da jetzt seine Leiche wieder vorfindet, oder? Deswegen glaube ich nicht, dass der wieder zurückkommt. Vor allem, selbst wenn er sofort zurückkommt, der hat ja auch am Anfang jetzt nichts. Aber okay, gut, wir holen uns erstmal, was wir. Lol. Wir holen uns erstmal deswegen, was wir hier sind. Und zwar auf zum Krankenhaus. Siehst du uns, ja, ne? Wir sind am ersten Krankenhaus jetzt. Also ich komme da immer noch nicht drauf klar. Was denn? Sehen tue ich euch gerade nicht, aber ich höre euch. Wir sind jetzt am ersten Krankenhaus. Hat er gerade was geschossen? Sehen die, tue ich euch aber nicht. Kann auch der Motor, das Motorgeräusch sein. Ja, ist nicht viel, das sind Painkiller und Bandagen. Ich habe halt die Zelte noch gar nicht gesehen. Lass mal zu den Zelten gehen kurz. Alter, wir einfach einen Spieler jetzt hier schon getroffen haben. Der halt einfach auch nicht so schlecht ausgerüstet war, muss man dazu sagen. Okay. Also, der hatte den M16 A2, ne? Das ist jetzt auch nicht gerade schlimm. Zelte sind hinten, ne? Ich bin gerade in den Zelten schon drin. Was sind die? Hä? Okay, du kannst ja zum Auto. Okay. In den Zelten war ein Morphin und eine Bandage und noch so ein bisschen Stuff, was man nicht braucht. Ach, die waren in die Richtung. Ich dachte in dem Krankenhaus. Du rennst aber mal ganz woanders hin. Also unsere Reifen sind wieder komplett grün und unser Fuel ist jetzt gelb. Trotzdem kommt es mir irgendwie so vor, als wie wenn wir irgendwie. Doch, okay. Nee, vorhin war irgendwie langsamer als sonst, deswegen war ich irgendwie verwirrt. Egal, passt ja alles. Alter, war das gerade knapp. Ach was. Aki, wo können wir dich gleich abholen? Oder läufst du zu uns? Industrial. Oder, ach nee, ihr fahrt ja hinten raus, ne? Ja, wir sind jetzt beim nördlichen Krankenhaus. Ich schüsse. Wo? Ich hab irgendwo links von uns. Also, ja, Hirschschuss, nicht. Doch. Sniper-Schuss, aber von wo? Fuck. Wir sind jetzt im nördlichen Krankenhaus, wo nichts gespawnt ist, so wie ich das sehe. Dann gleich wieder war und raus. Nee, das Wohin? Sind AK-Schüsse. Ja, ja, das ist kein Sniper-Schuss, glaube ich. Ja, das sind. Nee, das ist die Enfield. Okay, das ist keine AK. Ein bisschen was. Die Enfield. Wollen wir uns den holen? Ja, dann. Nee, dann seht zu, dass ihr rauskommt. Ich achte ein bisschen drauf. Fahrt hinten zum Industrial, also Richtung Industrial. Na gut. Ich werde gucken, wenn die ich euch. Laut, die Schüsse. Irgendwie. Ist der da drin? Hey, was machst du?
Ich wollte kurz hören, wo die Schüsse herkommen, weil ich habe meinen Sound so leise gedreht, dass ich die Schüsse kaum höre. Wegen dem ganz, ganz leisen Fahrzeug, das ich hier fahre. Jetzt kommen sie gerade irgendwie von rechts. Ja. Also dann muss irgendwo da in der Stadt drin sein halt. Ach was. Der hat chillt ganz woanders. Der chillt auf der Wiese und schießt da ein bisschen rum. Naja, also die Ausbeute war ja mehr als scheiße. Ja, ich habe wenigstens meine wieder ein paar Magazine. Ja gut, das war das Einzige. Und auch industrial-mäßig war es okay, aber ansonsten... Die Schüsse werden aber gerade immer lauter, da habt ihr recht. Ich habe nämlich jetzt gerade auch verdammt laut bei mir hier auf Ecke Wo seid ihr jetzt gerade circa? Hinterm Haus. Jo, da fangen wir an. Ja, dann wollte ich gerade sagen, stell dich mal so hin, wenn ich jetzt einsteige. Und los. Wohin? Erstmal hier. Fahr einfach drauf los. Wir fahren jetzt Richtung Nordost. Also fahr einfach die Straße hoch. Also Olla, jetzt nicht lange hier rumgammeln. Also in Richtung da, oder? So wie ich gerade fahre. Ja geil, da wo wir gerade herkommen. Du hast Nordwest gesagt, nicht Nordeast. Nordost! Ne? Achso, okay. Ja gut, aber ich habe dich gerade nicht komplett verstanden wegen Aufnahmen-Lag, wegen dein Voice-Lag. Ach stimmt, Nordost ist ja da. Naja, deswegen habe ich gerade nochmal nachgefragt. Das heißt, wir fahren jetzt quasi das, was wir, wie wir hergekommen sind, nochmal komplett zurück. Richtig. Naja, immer noch ein paar Bloodbricks, wenigstens schon mal. Sind die schon hinten drin, alle? Ja. Also im Auto meine ich jetzt. Ich habe einen in meinem Rucksack und sonst sind hier noch zwei. Also denke ich mal, dass du auch einen hast, oder? Ich habe gar keins genommen. Lol, warum sind dann hier nur noch zwei? Der Raki sich wahrscheinlich noch eins genommen hat. Zwei okay. Im Backpack, oder? So, wir haben jetzt 9 Scheiben. Also Scheiben haben wir auch genug, Scrap haben wir genug, Engine haben wir haben eigentlich alles. Wir brauchen nur noch den Main Rotor. Okay. Wäre da nicht Nordwest eher viel besser? Nordost fahren wir aber sowieso, weil wir wollen gucken, ob der Little Bird da ist. Okay. Alright. 23.49 Uhr, ich denke mal, Restart wird es eh wieder keinen geben, das heißt, eigentlich können wir darauf aufscheißen. Ich denke, es wird einen Restart geben. Nö. Nö, ich bin mir da nicht sicher, aber ich denke auch mal, nö. Vor allem, wenn es einen Restart geben sollte, steht es eigentlich auch noch mal ganz kurz drin, oder? Nein. Nicht? Okay. Okay. Deswegen, wir sollten uns um 23.58 irgendwo hinstellen, weil um 59, kurz vor 60 ist meist Restart, also kurz vor 0 ist meist Restart dann. Okay. Ist aber irgendwie auch geil, wenn es nicht angezeigt wird. Das ist aber auch lustig, das heißt, einen Kill haben wir jetzt schon mal wieder heute. Ja. Hab ich den eigentlich gekillt oder hast du den gekillt? Ich hab du. Den gekillt, ne? Ja. Ich hätte nur eine G17 in der Hand, Alter. Alter, ich hab mein Pixel ist kaputt auf dem Bildschirm. Ich hau grad mit dem Anfang mit meiner anderen Hand da drauf. Was ist kaputt? Jetzt geht's wieder. Da war grad ein Pixel kaputt bei mir. So, aha. Also war hellgrün, so Neon, aber nicht Neon, hell, doch hellgrün. Leute, ich hab 2 Bandit-Kills und 2. Also ich habe es jetzt nur 5 Zombies. Ja, mittlerweile mehr, oder? Nein. Lol. Ich will gerade mal kurz gucken, wie viel ich habe. Ich habe 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Alter. Irgendwie, ich habe knappe 100 Zombies-Kills und so knappe 80 Headshots und einen Mörder. Naja, ich bin aber bis jetzt auch nur mit, wenn überhaupt, ein Magazin rumgelaufen und aus dem Magazin habe ich den ganzen, bis ich es wieder zurückgegeben habe, gerade mal einen Schuss rausgelassen. Ja, also ich habe jetzt über 100 Zombies. Und sonst habe ich halt vielleicht
Einmal, ja, keine Ahnung, ich habe mein G17 Magazin. Und deine Freundin wurde gekillt. Was? Das Schöne ist ja, wenn man mal so guckt, meine Waffe ragt so ein bisschen aus dem Auto raus. Naja, ne? Ich sehe das schon. Das ist ein guter Empfang fürs Radio. Oder Blitzableiter auch. Sieht ja überhaupt nicht schlecht aus, Alter. Ragt meine Waffe da einfach mal so ein Stück raus. Bei mir eigentlich nicht, oder? Beim Fahrer so ragt nichts Genius raus. Nee, beim Fahrer nicht. Das hört sich voll falsch an, ne? So. Haben wir jetzt die zwei Todesliebe, wo man eigentlich immer schnell, wirklich fast immer stirbt, haben wir überlebt. Ja, aber auch gerade so. Geil. Ja. Weil der, Julian, dich hätte er eigentlich leicht killen können. Was ich auch nicht verstanden habe. Also ich hätte an seiner Stelle voll auf dich gezielt. Weil der stand ja quasi parallel zu uns, also zu uns. Und da hätte er mal voll durch die Fahrerkabine durchschießen können. Nein, ich deswegen stand ich ja nicht mal hinter der Fahrerkabine. Nein, ich meine, als wir noch drinnen saßen. So, hat er ja erst auf den Reifen geschossen und sich damit verraten. War irgendwie dumm irgendwie. Ich hätte erstmal kurz ein bisschen beobachtet, weil wir da rumgechillt haben, aber irgendwie. Ich hätte einfach ins Fahrerhaus reingefahren. Ja, richtig, das hätte ich dann auch gemacht. So, aber ich markiere mal ganz kurz das Airfield. Wir fahren Berenzino, fahren wir hoch, oder? Ja. Oder sollen die T-Shirt hochfahren? Nee, Berenzino reicht. Berenzino hoch. Ja. Bei Berenzino ganz hinten über die Eckstraße und dann über eine Feldstraße und da kommen wir dann oben ja bei Eisentaf raus und können dann direkt erst hoch. Ja. Da gehe ich dann auch wieder vorher raus, vor dem Airstrip. Da bin ich mal gespannt, ob wir wieder so eine Sniper-Action haben wie letztes Mal. Alter, das war fett ohne Witz. Der Party haben, glaube ich, echt jetzt. Kam der schon raus? Ich weiß es gar nicht. Der dürfte jetzt in den nächsten Tagen. Dürfte da. Ja, welche Sniper-Action? Warst du da dabei? Weil das war. Nee. Mit dem Little Bird oder was, wo auf der anderen Seite da stand? Nee, es war. Spirit war da mit bei. Spirit und ich und. Ja, nee, eigentlich, da waren wir zu dritt. Da waren wir nur zu dritt. Weil da steht ein Traktor. Leute, das steht aber neu da. Der stand ja gerade noch nicht da. Der Motor. Lol, Leute, der Motor ist an. Wollen wir weiterfahren? Das Das heißt, irgendwo hier ist einer. Richtig. Warum lässt der eigentlich auch den Motor laufen? Hä? Wir fahren schon weiter, oder? Ja, ja klar. Aber what the fuck, wer hat denn hier jetzt Zombies, Alter? Ja, lol. Mit Zombies hier auf dem Channel. Vor allem hier gibt's ja eigentlich nichts, wo du mal kurz anhältst und irgendwie was holst oder sowas. Naja, vor allem komisch da. Vor allem gibt's hier in der Nähe keine Traktorspawnstelle. Das ist das nächste, da hat den von irgendwo weiter ist weg hier. Also von irgendwo noch weiter im Norden. Also ich kenne keine Traktorspawnstelle hier irgendwo. Nö, Traktorspawn ist bei Polana. Ja, ist auch ein Stückchen. Naja. Da ist hier eine ernsthaft mit dem Traktor gefahren. Lol! Okay, Leute, ich bin mal ganz kurz. Nee, noch nicht. Ich muss gleich mal meine Festplatte wechseln. Doch, ich wechsle kurz meine Festplatte, bis gleich. So. Egal, es sind ja jetzt 9 Kilometer, von dem her gehe ich jetzt mal kurz auf die Toilette aufsuchen. Hier schon hatten wir. Nein, nur pisst. Okay, ciao. Die pisst auf Titten. Ja, Julian, dann hau rein. Du hast 3 Minuten, bis wir kurz aus dem Wagen raus müssen. Warum? Wegen Restart vielleicht. Oh fuck, ja okay, dann gehe ich beim Restart. Also, man kann es noch halten, auch wenn ich schon vor einer halben Stunde musste. Tantalus war's killt. Vor allem, ich piss dir auf Titten auf oder so. Voll ekelhaft. Ich piss auf Titten. Alter, stell dir das lieber nicht vor, Junge. Ja, voll ekelhaft. Ich stell mir so dieses Spritzen vor, weißt du? Wenn du dann, wie weißt du, so ein bogenartiger Strahl, ja? Alter, hör mal auf, Junge. Was denn? Wie das denn so schön rauf runterläuft. Na, und dann. Was, ja? Ja, es auch schön runterläuft, Alter. Und dann zieht man so voll auf die Nippel, weißt du? Und dann werden die Nippel von der voll hart, weil die da voll drauf steht, weißt du? Dann ist der Strahl so hart, dass das spritzt und dann. Die spritzt uns nicht überall. Da wenn du so. Ja, egal, nee, das ist zu ekelhaft.